Schön, dass ihr da seid. Für mich ist es immer noch derselbe Tag. Für euch wahrscheinlich ein anderer. Ich renne immer noch in den Staubritter rein. Chat sagt gerade, wäre doch lame, wenn alles nach drei Tries umfällt. Ja, absolut. Habe ich auch kein Problem damit, wenn es fair bleibt. Aber hier sind halt leider Dinger dabei, die ein bisschen Animationen und sonst was bei diesem Boss, die dann nicht so viel Sinn machen. Oh oh, Mist. Nee, das war's. Das war's. Das ist halt leider so, dass der... Ach ja. Dass sein Schwert bei einer seiner Bewegungen aus Styropor besteht und sonst einfach 50 Kilo wiegt. Macht das Schaden? Sein Stich macht mir manchmal Schaden und manchmal nicht durchs Schild. War vielleicht ein bisschen zu früh gesoffen, aber egal. Mist. Na. Erstmal wieder reinkommen. Okay. Das war, glaube ich, wieder das Schadensknie. Ah, Styropor. Da hatten wir wieder die Styropor-Animation. Styropor-Animation, jawohl. Ich glaube übrigens nicht, dass das hier optionaler Inhalt ist, weil ich durch so ein Königstor gegangen bin.
Das Schadensknie. Oh. Nein, falsche Taste gedrückt. Ich habe am Wochenende ein anderes Spiel gespielt. Liegt bestimmt daran, da musste man mit X zuhauen. Phoenix Rising, da hänge ich so bei den letzten, in dem letzten, oder nein, Immortals Phoenix Rising, so heißt es. Da hänge ich beim, in der letzten Stage und da bin ich schon ewig dran und ihr habt mir am Wochenende gedacht, ich mach's fertig, hab's dann aber doch nicht fertig gemacht. Okay. Seltsam. Nein! Oh, wie viel Schaden das macht. Holy. Okay, das Schwert ist nicht länger dadurch. Er macht nur, er hat andere Bewegungsmuster drin. Das Schadensknie ist am Start. Scheiße. Da hat die Ausdauer nicht gepasst. Zu spät gerollt. Ah, zu früh gesoffen. Zu spät gesoffen. Scheiße. Zu spät gesoffen. Ja, ich hoffe, ich muss euch das jetzt nicht noch weitere 2 Stunden antun. Ich hoffe, ich schaff's jetzt zumindest öfter in die zweite Phase. Das war ja jetzt, ging schon mal ganz gut. Du schaust alle 20 bis 30 Minuten nach, wie es läuft.
Ja, du bist beim Arbeiten, ne? Hast du, glaube ich, gemeint. Für uns ist das weit weniger übel als für dich. Ach ja, okay. Nee, 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 das war nicht so geil. Ah, das war auch nix. Das ist alles nix gerade hier. Oh, Scheiße. Mann, 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 Mann. Ah, ich könnte eigentlich zwischendurch mal ein bisschen was von der Menschlichkeit schlucken. Komm, Junge. Das gibt's doch nicht. Oh, okay. Du kannst auch einen schnellen Schlag mit dem dicken Schwert beim auf mich zurennen. Wieso sehe ich's denn jetzt gerade nicht mehr? Wieso sehe ich's denn gerade nicht mehr? Fuck off, ey. Du kannst so oft auf die Taste hämmern, wie du willst, und dann weiß ich nicht, ob ich irgendwie noch schneller Schwert heben, saufen, aufstehen lernen kann. Ich habe immer geguckt, ob der Wert Balance noch irgendwie höher geht. Hatte aber nichts gefunden, dass er höher geht. Auch wenn ich x-mal da in den Wert reingeskillt hätte, der das erhöht hätte, war es immer bei 5,4 oder so. Glaube, ich bin da schon recht schnell. Ach ja, das Schadensknie. Okay. Da war eigentlich lange genug Zeit, dass ich mein Schild hätte heben können. Ging aber aus irgendeinem Grund nicht durch.
auch wieder genug Zeit zum Schild heben, aber wollte er nicht. War mir nicht vergönnt, mein Schild anzuheben. Auch da wieder. Ach ja, Mist, warum hau ich denn? Ach ja, ja, das Styroporschwert ist dann zwischendurch auch mal wieder da. Okay. Scheiße. Mist. Ja, ja, genau, das war Gier. Das war gnadenlose Gier nach Schaden. Absolut korrekt, gut erkannt. Ja, ich hab einen kurzen Blick drauf gegeben, hab geguckt. Einen Schaden, eins kann ich noch machen. Und als ich gedrückt habe, war mir schon klar, dass das jetzt falsch war. Da hat er meine B-Taste nicht geschluckt, leider. Und auch hier. Das Schild wieder ein bisschen. Es muss sich um wenige Frames handeln, dass ich da noch Schaden bekomme. Ah ja, das Schadensknie haben wir auch wieder am Start. Nice. Ja, Mist. Da war ich schon wieder gierig nach dem Damage. Paul, grüß dich, hi. Na, Schild hochheben, Schild hochheben. Der schnelle Schlag da. Miese Ratte. Nein, ach, genau das ist auch so ein Ding, dass ich nicht wegrennen kann, dass das Wegrennen ewig dauert, wenn ich auf ihn gelockt bin.
Ich wollte ihn nur zweimal hauen und weglaufen, und aber bis ich dann zum Rennen komme, dauert ein Weilchen. Ich habe mir eigentlich schon gedacht, dass ich zu spät für Schaden bin. Ich wusste gar nicht, dass. Also er macht das, glaube ich, kurz vor der Hälfte oder ungefähr bei der Hälfte. Nicht immer bei 50%. Ich glaube, ich war gerade nicht bei 50%. Ja, das war dumm von mir. Du Sacknase. Okay. Meine X-Taste wurde mal wieder verschluckt. Scheiße. Schlecht, ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Schlechtes Pattern hier an der Stelle. Von ihnen gekriegt. Ach ja. Falls sich einer fragt, warum ich da am Anfang immer so einen Knick schlage und nicht direkt Richtung Eingang lauf. Da kommt so ein hässlicher Riesenkeulenboy aus dem Boden raus. Den vermeide ich an der Stelle. Irgendeiner seiner Schläge macht mir manchmal durch mein Schild Schaden und manchmal nicht. Das ist super seltsam. Ach Mist, diesmal kam wieder der Schlag. An der Stelle macht er ja Sinn so. Absolut, wenn er sein Schwert eh schon da oben hat, dann kann er auch noch mal in die andere Richtung prügeln, von mir aus. Aber der kommt leider manchmal. Zu einem Moment, wo er eigentlich nicht kommen sollte. Und das Schadensknie ist auch am Start. Kannst du mal bitte aufhören, so schnelle Schläge zu machen und komm bitte hierher, nicht weglaufen. Lucky. Guten Ausweicher gehabt dort an der Stelle. Wir sind schon wieder durch Hitboxen getötet worden. Und durch fehlende Iframes in der Rolle und keine Ahnung, ob's da, was das ist manchmal.
Weiß ich nicht. Ich versuche mich nicht zu beschweren. Ich wollte jetzt gerade schon wieder loslegen. Ich höre wieder auf. Wir laufen jetzt hier eins ums andere Mal in diesen Boy rein. Und kriegen hart aufs Maul. Wie kriege ich's hin, dass er mich da das dritte Mal nicht trifft? Manchmal klappt's und manchmal nicht. Manchmal trifft er mich da dreimal und manchmal nicht. Hoppala. Da habe ich jetzt nicht geguckt, was er für eine Bewegung macht. Hier, den dritten, dem kann ich manchmal ausweichen und manchmal darf ich es nicht ausweichen. Ja. Da, jetzt konnte ich dem dritten ausweichen, obwohl ich nicht mal das Schild oben hatte. Das war seltsam. Jetzt war er wieder nicht getroffen. Ich weiß nicht warum. Jetzt wieder nicht getroffen. Ah, Styroporschwert am Start. Ah, Styroporschwert wieder am Start. Ja, blöd. Jetzt sterbe ich hier, weil ich es nicht schaffe, nach links weg auszuweichen. Okay, nice. Halten wir noch mal ein paar aus. Ach so, ja, nee, tun wir nicht, weil. Mist. Nicht gut. Nein, was mache ich denn? Scheiße, Scheiße, Scheiße. Nicht gierig werden, ich brauche Ausdauer. Ach ja, das Schadensknie. Hat mir keine Zeit mehr gelassen, Ausdauer zu regenerieren. An dem Punkt jetzt wäre ich so oder so gestorben, auch wenn das Schild rechtzeitig oben gewesen wäre.
Weil seine schnellen Schwerthiebe, die kriege ich nicht. Die kriege ich nicht. Von dem kleinen Schwert, von dem schmalen, leichten Schwert kriege ich die nicht. Da habe ich kein Timing für. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wohin ich ausweichen soll. Die block ich lieber mit dem Schild. Das war jetzt vielleicht ein bisschen gierig. Ja. Aber nur ein bisschen. Ah, das war saublöd. Klar kommt dann das Styroporschwert. Wenn ich da noch in Reichweite stehe, glaube ich, dann packt das Styroporschwert aus. Den Styropor-Move. Wir können ja einfach sagen, er kann auf eine fremde Macht zugreifen, die ihn 3000 Mal stärker macht, als er vorher war, für einen einzigen Schwertschwung. Und auf einmal macht das Ganze wieder Sinn, was da passiert. Jetzt hat mir der Stoßangriff keinen Schaden gemacht. Ja, nach links ausweichen geht auch nicht, weil sein Riesenschwert ist ja dann Homing in dem Moment. Ich glaube, ich habe zu spät gesoffen, ja. War aber nicht so schlimm. Styroporschwert am Start. Und Schadensknie haben wir auch. Schadensknie und Styroporschwert. Alles da. Mist. Ah, ja, Schadensknie. Kill durch Schadensknie. Ja, Mist. Die Ausdauer verschwendet mir für den einen Schlag und deswegen nicht genug Ausdauer für mein Schild gehabt. Okay. Äußerst seltsam, dass er plötzlich mein Ausdauermanagement in den Griff kriegt.
Ah, ja, der Schadenstaub, den hatten wir jetzt schon länger nicht mehr. Schadenstaub. Das S ist, glaube ich, falsch an der Stelle. Schadenknie, Schadenstaub und Styroporschwert sind die drei besonderen Angriffe des Staubritters. Hoppla. Oh, das war wild. Ich wollte keine. Ich wollte nicht. Ich wollte nicht fünfmal hauen. Tut mir leid. Ja, jetzt bist du böse. Ist mir schon klar. Ja, da wollte ich mir mehr Leben verschaffen, als ich verdient habe, ganz klar. Tja. Ah, Mist, jetzt wacht der Keulenritter auf. Da bin ich wohl zu nah an ihm vorbeigelaufen. Die einzige Sorge, die ich habe beim Keulenritter, ist, dass wenn ich den Staubritter besiegt habe, dass der Keulenritter dann durch den Nebel kommt und mich klatscht. Komm, hau mich mit der dicken Keule, jawohl. Das mag ich, wenn du mit der dicken Keule zuhaust. Das habe ich gern. Ups. Ah, jetzt wird's eng, jetzt wird's eng, jetzt wird's eng. Mit der Ausdauer. Aber alles easy. Nee, zu langsam. Brauche ich nicht mehr drauf gehen. Scheiße, das gibt's doch nicht. Was macht er hier? Ich
Ich darf mich halt nicht von seinem großen Schwert treffen lassen. Das ist ganz schön scheiße. Jetzt an der Stelle hier. Fuck. Ah. Er macht das manchmal früher. Er macht das nicht immer bei 50%. Mein Schild hat ein bisschen was gebracht. Ich glaube, ich sollte da vielleicht ein bisschen Lebenssteine schlucken. Einfach um mehr Leben zu regenerieren. Und wenn ich es jetzt konsistent bis in Phase 2 schaffe, lohnt sich das Menschlichkeitsding auf jeden Fall. Dann auf jeden Fall Menschlichkeit benutzen auch. Nein, ach, Styropor-Schwertattacke. Ja. Sobald ich da einmal drin bin, es gibt einen Bereich, da komme ich dann nicht mehr auf die benötigte Ausdauer. Wenn er einen Pattern hat, bei dem ich denke, jetzt kann ich zweimal Schaden machen und diesen Schaden dann nehmen, habe ich danach über einen längeren Zeitraum Schwierigkeiten, meine Ausdauer zu regenerieren, weil er dann so schnell zuhaut. Das heißt, ich darf mich einfach nicht davon hinreißen lassen. Also, ich hab's ja jetzt mittlerweile schon ganz gut raus, aber es ist halt trotzdem. Oh, jetzt wird's eng. Nee, geht. Die Attacke war gut für mich. Ah, jetzt ist wieder ein bisschen enger. Geht. Ey. Okay. Und wir sind schon wieder fast eine Stunde dran. Ich bin am Überlegen, ob ich in dem, weil ich sowieso so viel Schaden bekomme, ob ich in dem Moment, wenn er seine Animation macht und sein Schwert bufft, ob ich da auf den dicken Kolben wechseln kann. Weil dann hat er ja das kleine Schwert nicht mehr. Ach, was mache ich? Wo renne ich hin? Wir wollen doch Schaden machen. Lieber Ausdauer regenerieren, als den Schaden zu nehmen jetzt. Ja, wenn er nur mit seinem kleinen Schwert angreift, dann bin ich verloren. Dann bin ich komplett verloren. Weil dafür habe ich nicht genug Ausdauer. Und das hier ist auch ganz, ganz schlimm. Wenn ich aus dem Aufstehen in einen seiner Mini-Angriffe reingehe. Das ist auch nicht gut, wenn ich ihn zweimal schlage und dann
der falsche und dann sein falsches Pattern kommt. Ich darf ihn nicht zweimal hauen. Auch wenn ich die Zeit habe in dem Moment, darf ich es nicht machen. Ich darf es nicht machen. Lieber einen Lebensstein vielleicht schlucken. Nee, ja, doch. Der kostet ja keine Ausdauer. Vielleicht lieber einen Lebensstein schlucken in dem Moment. Ach nee. Ach, Keulenboy. Jetzt haben wir ihn aufgeweckt. Jetzt haben wir den Keulenboy geweckt. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, warum er mich manchmal mit dem letzten Schlag dort trifft und manchmal nicht. Ja, was soll. Okay. Gut. Wie er mir hinterher zubbelt, ist auch so nervig. Yo. Nope. Nix. Nix saufen. Nix saufen. Warum habe ich auch da gesoffen? Gedrückt und dann gesehen. Blöder Zeitpunkt. Okay. Wildes Ausweichen. Gear. Damage Gear. Weil ich es schneller in Phase 2 schaffen will. Damit ich hier mal ein bisschen Fortschritt mache. Aber zweimal gegen ihn anrennen ist dann halt auch nicht schneller. Weil ich gierig nach Schaden bin. Okay. Seltsam. Ja, da sind wir wieder an der Stelle, wo ich dann... Da hätte ich ausweichen können. Ich habe auch gedrückt, aber ich weiß nicht, ob ich noch in einer... Ich erhalte Schadenanimation drin war. Wahrscheinlich. Anders kann ich es mir gerade nicht erklären, dass mein
Druck auf die B-Taste an der Stelle nicht funktioniert hat. Keine Ahnung. Er bekommt aber auch keinen Gift- oder Blutungsschaden. Er muss dagegen immun sein. Ich habe aber keine stärkere Klinge. Kein stärkeres, ist keine stärkere Einhandwaffe. Ja, wobei doch, ne? Ich könnte es ja mal probieren, mit dem Zweihänder einhändig zu spielen. Da muss ich aber fast nackig rumlaufen. Ja, oh, oh, nee, so nicht. Da sind wir jetzt schon an der Ausdauergrenze angekommen. Okay, der macht mir Schaden, wenn der hinter mir vorbeizieht, glaube ich. Ey, Thilo, grüß dich. Dankeschön. Dankeschön für den Sub, Alter. Danke. 38 Monate, ey. Ach du Scheiße. Mache ich den Blödsinn auch schon so lange, ne? Und du hast ja noch nicht mal von Anfang an jeden Monat irgendwie abonniert. Er blockt sehr gut. Ja, mir bleibt gegen den Kollegen hier nichts anderes übrig aktuell. Ich muss blocken, 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 blocken. Und ab und zu mal so einen kleinen Schnitzer kriegt er dann mal ab und zu. Der Boy. So einen ganz kurzen. Schnitt. Oh oh, das ist schlecht. Ja, fuck. Ah, das ist eine seltsame Attacke. Ich habe halt nicht genug Leben, um gegen diese diesen großen Schwert streichen. Nein, ich stehe blöd in der Ecke. Oh, na gut. Hallo? Nimm doch das Ding. Mist, jetzt hat er es zu spät geschluckt. Scheiße. Aber wo kann ich denn da ausweichen? Der macht den so. Also wenn ich das Piepen höre, dann muss ich viel später in seinen Schwung reinrollen, glaube ich. Da, weil der den viel, viel langsamer macht. Das Pacing ist auf einmal langsamer. Und das verwirrt mich minimal. Er blockt, also unterstützen Sie diesen Kämpfer, das lese ich jetzt erst. Sehr gut. Thilo, Beste. Bester Mann. Ah, ich wollte es schon wieder, ne? Wollte es schon wieder wissen.
Das hat mich nicht getroffen. Wild. Ganz wild. Nicht gut. Nicht gut. Zu spät gesoffen, aber er blockt. Okay. Komm mal her, Kollege. Stell dir den mit zwei riesen Keulen vor. Warum sollte ich das tun? Warum sollte ich mir selber Gedanken über Albträume machen? Ach so, ja, da kam ja der... Der zweite Schwung noch hinterher. Damage Gear. Die Gier nach Schaden. Ah, was mache ich denn? Wie dumm! Wie dumm! Wie dumm! Töten! Ja, allerdings, ey. Let me solo, hör. Ich glaube, diesen Meme habe ich nie wirklich gesehen, aber es sagt mir was. Ach so, warte, das ist sogar so ein Dark Souls-Ding, ne? Ah ne, Elden Ring. Ist das nicht Elden Ring? Irgendwas mit Elden Ring war es, glaube ich. Ja, aber hat der nicht... Achso, ist das einfach nur ein... Der heißt so. Okay. Ich dachte, das wäre irgendwie ein... Hätte auch irgendwer mal... Achso, ja, der ist, glaube ich, in fremde Spiele reingegangen und war dann, wollte Gegner solo machen oder sowas. Kann das sein? Aua. Es tut mir leid, ich habe einen Mordsfrosch im Hals gerade. No fucking chance. Ach. Ja, keine Ahnung, wo ich da jetzt gerade, in welchem Rhythmus ich da drin feststeckte. Ich habe irgendwas anderes gemacht und dann... Die den schwersten Boss in Elden Ring. Okay. Wie läuft denn das eigentlich ab? Da muss man doch online sein, um sich herbeirufen zu lassen. Und das ist ja dann auch so ein bisschen... Wenn ich jetzt die Hilfe brauche von jemandem oder will, kriegt er dann eine Benachrichtigung als E-Mail oder... Da will dich jemand rufen. Oh, sorry, Leute. Ah ja, Schadenknie. Oder wahrscheinlich werden nur die Rufsymbole von den Leuten angezeigt, die auch online sind, ne?
Ja, genau, das weiß ich mit dem Zeichen auf dem Boden. Ah, das verschwindet, wenn ich offline gehe, das Zeichen. Muss ich das jedes Mal neu setzen, wenn ich Bock habe, oder wie? Ist das so? Ah, okay. Jetzt habe ich es kapiert. Ja, das war jetzt ein bisschen doof. Ich hätte ausweichen müssen. Mit zwei Spielern macht man einfach Aggro-Ping-Pong. Okay. Das schießt jeden Encounter. Ja, okay. Ja, um Gottes Willen, ich habe nicht vor, dieses Spiel im Zwei-Spieler-Modus Koop zu spielen, ey. So, die Stunde für die Aufnahme ist auch schon wieder vorbei, aber wir machen einfach weiter. Aber länger als 2 Stunden auf keinen Fall. Okay. Das war gut. Wenn die Rückhandschelle kommt, dann einfach entgegengesetzt nochmal ausweichen. Easy peasy. So wie da jetzt, aber da habe ich es jetzt vercheckt. Er mir da eine mitgibt, obwohl das Schild eigentlich schon super weit oben ist. Gut, warum auch immer ich jetzt dort nicht durfte. Ach komm, lass mich doch in die nächste Phase. Das Spiel schluckt teilweise meine Controller-Eingaben. Ich weiß nicht, warum mir das bisher nicht aufgefallen ist. Vielleicht habe ich den Controller doch ein bisschen kaputt gemacht. Oder er ist mittlerweile einfach ausgenudelt. Ich brauche eh einen neuen, weil der Stick ist wirklich schon abgenutzt. Ich weiß gar nicht, wie lange ich den hier jetzt schon habe. Auch schon viele Stunden damit gespielt. Aber was ich ganz nett finde, meine Controller, da gehen nicht mehr die Tasten kaputt, sondern es sind tatsächlich nur die Sticks, die ausgenudelt sind. Komm her, du Nase. Ey, es ist so ätzend, dass dieses Schild einfach so ewig braucht, um hochgehoben zu werden.
Ups, das war für mich nicht... Ach komm. Das war für mich gerade keine... Scheiße. Zu wenig Ausdauer. Ach, jetzt rutscht er auch noch mir entgegen, wenn er den Schlag macht. Er rutscht mir auch noch entgegen. So, jetzt dürfte dann... Scheiße. Jetzt dürfte dann langsam die Animation kommen. Ja, scheiße. What? Okay, die geht schneller vorbei, als ich dachte. Ich dachte, ich hätte noch ein bisschen Zeit, um vielleicht irgendwie die ein oder andere Kleinigkeit zu tun, aber ich wollte auch noch die Hände in die Hosentasche stecken und ein bisschen Taschenbillard spielen. Ging, war doch, der war schneller fertig in der Kabine, als ich gedacht habe. Ich wollte noch ein bisschen Einstimmung und so, aber nee, nix da. Dem sein Lümmel hat gleich geglüht, ey. Ich verstehe nicht, was mir hier manchmal Schaden macht. Das ist sehr dankbar, sehr gnädig von ihm hier gerade. Sehr, sehr gnädig, das Pattern, das hier gerade abgefeuert wird. Shit, hat er gehört und sich gedacht, warte nur du. Warum konnte ich jetzt nicht saufen? Die Zeit hat immer gereicht. Ich habe nicht langsamer gedrückt, nichts. Jetzt durfte ich auf einmal nicht zu Ende saufen. Oh, diese Random-Scheiße in diesem Spiel, die ist auch was, was halt, das habe ich schon mal bei irgendeinem anderen Inkonsistenz in diesem Spiel, das geht's überhaupt nicht. Das kann, das darf in so einem Spiel nicht passieren. Und wenn's passiert, dann gehört's halt einfach weggepatcht. Jetzt war ich spät. Was? Nein. Ah, vielleicht deshalb. War gar nicht der Estus-Flakon ausgewählt. Nee, ich habe doch angefangen zu saufen. Der Estus-Flakon war auf jeden Fall angewählt.
Und damit das nicht nochmal passiert. Ah, die Steinchen sind raus. Okay. Machen wir den weg. Die Feder raus. Okay. Der dicke Keulenmann ist noch nicht aufgewacht. Puh. Ein Sicherheitssupf hier an der Stelle machen, ja, weil nämlich das Schadensknie auch am Start ist, das dürfen wir nicht vergessen. Da war der sicher. Oh. Da habe ich nicht mit dem Rückhandschlag gedacht. Leuchtet sein Schwert eigentlich? Naja, keine Ahnung, warum da mein Ausdauer nicht gepasst. Ah, Schadenknie. Der Knieschaden, den dürfen wir nicht vergessen. Der kommt ab und zu einfach random auch noch dazu. Wann leuchtet sein Schwert auf? Ist das eine bestimmte Attacke oder... Ich glaube, das ist, wenn das von hinten ausholt, ne? Ist vielleicht, wenn das Schwert rot ist, wird es dann leichter und dann kann das schneller bedienen. Das würde Sinn machen, dass das Schwert an Gewicht verliert, sobald es rot leuchtet und er dann den Rückhandschlag aus dem Nichts machen kann. Würde auf jeden Fall Sinn machen. Komm, hau mich jetzt endlich. Das Spiel musste mich schon wieder buggen oder das Charaktermodell laggen, weil irgendwie was nicht ganz gepasst hat mit Animation und Spieldarstellung. Weil, jetzt habe ich zu spät gesoffen. Fuck! Oh, Glück gehabt.
Okay. Ich dachte, er macht jetzt endlich mal die Animation, aber will er noch nicht. Jetzt hat. Komm bitte hier rüber. Nein, doch, hat gereicht. Oh, so close. No, shit. Habe ich den Pilz? Ich habe diesen Pilz benutzt. Irgendwann. Irgendwann muss ich den Pilz aus Versehen benutzt haben. Anstatt den Flakon. Der ist leider weg. Ja, richtig gut. Ja, wird schon. Ich habe auch... Nach so vielen Versuchen kann ich jetzt auch seiner ersten Phase, mit der habe ich gar kein Problem mehr. Es gibt zwar so diese... Es ärgert mich immer noch, dass es so schlecht dargestellt ist teilweise und dass es halt Hitboxen gibt, die eigentlich echt seltsam sind. Okay. Außer man wird beim ersten Angriff zerschreddert. Und das gibt es natürlich auch immer wieder mal. Ah, die Rückhand. Scheiße. Mist, zu spät Schild hochgehalten. Zu spät das Schild gedrückt. Aber unter 30% hatte ich noch so noch gar nicht. Also das habe ich gar nicht gesehen tatsächlich, aber nice. Das ist ja dann schon echt richtig gut. Allerdings habe ich noch riesige Probleme in seiner zweiten Phase, da überhaupt irgendwas zu erkennen. Also das war gerade mehr Glück als Verstand. Ah, ich habe, glaube ich, schon wieder Unsinn getrieben. Ja, nicht ganz so viel Schaden, das passt. Das ist okay. Schaden Knie, Knieschaden. Wir lieben den Knieschaden. Der Knieschaden ist der beste Schaden. Uff. So ein Dicker mit Anlauf ist, das ist schon heftig. Das war... Ach, die Rückhand.
Das macht er nur, wenn ich wirklich genug Zeit habe. Das war dumm. Die Rückhand macht er wirklich nur, wenn ich genau, also wenn ich sehr, sehr gut ausgewichen bin. Nur dann macht er die Rückhand. Und das sind auch die Momente, wo ich denke, oh ja, kann ich auch ein zweites Mal zuhauen. Eigentlich müsste ich einmal zuhauen, nach links ausweichen, unter der Rückhand durch, nochmal zuhauen. Das wäre tausendmal besser, dann hätte ich keinen Schaden, hätte trotzdem meine zwei Hits. Aber ich bin irgendwie in dem Moment, denke ich, das war so gut. Schnell zweimal draufhauen und jedes Mal wieder. Ey, sehe ich jetzt wieder nicht. Ich verstehe halt nicht, warum der Letzte da manchmal trifft und manchmal nicht. Das ist sehr ärgerlich. Aber wenn er so ein dankbares Pattern hat wie jetzt hier gerade. Da, warum hat das nicht getroffen? Verstehe ich nicht. Oh ja, fuck, was mache ich denn auch? Warum drücke ich denn auch heilen? Und dass man es auch nicht abbrechen kann und nix. Man steht dann da wie der... Wie der Depp. Aber ja, es ist ja auch okay, so. Gut. Wäre schön, wenn es eine Animation gäbe, die quasi das Trinken unterbricht, allerdings auch Zeit kostet. Wenn ich gerade so merke, oh, ich hol's raus und dann merke ich, oh, scheiße, muss doch weg und dann steckt er sich schnell wieder ein. Das wäre schön. Zumindest das abzubrechen. Komm, hau mich mit deinem Riesenprügel. Ich will vom großen Schwert gehauen werden. Das kleine Zeug, das ist... Oh! Ah, war nicht so geil jetzt. Das war nicht geil. Ey, komm! Lass mich halt wenigstens aufstehen und mein Schild hochhalten, Mann! Ey, so eine Kacke! Das ist doch eine Arschloch-Scheiße. Dann sollen sie ihm lieber, dann sterbe ich lieber instant, als dass es noch so aussieht, als könnte ich überleben. Aber nein, der Gegner hat genauso ein geiles Zeitfenster. Das genauso abgestimmt ist, das war auch Absicht. Ohne Witze, ey, der Entwickler... Der hat einen High-Five verdient, mit einem Stuhl in die Fresse. Für manche Aktionen. Keine Ahnung, warum ich ihn da jetzt nicht gehauen habe. Weiß ich nicht. Ach so, wir waren uns auch schon heilen, oder wie? Wann waren wir uns denn heilen, Kollege? Staubritter. Ach.
Ach ja, das Styroporschwert ist auch wieder am Start. Ohne wird's ja auch keinen Spaß machen. Ich habe die ganze Zeit Schild halt oben halten gedrückt. Okay. Ja, ich weiß ja, dass die Schläge mir manchmal Schaden machen. Unverständlicherweise. Manchmal nicht, manchmal schon. Weiß nicht, ob er dann hinter mir den Staub hochwirbelt. Wie gesagt, dass ich dann von hinten Schaden krieg. Irgendwie sowas wird sein. Irgendwie sowas. Ja, Styroporschwert am Start. Nice, mein liebstes Schwert ist das Styroporschwert. Und das Schadenknie ist mir auch, das habe ich auch gern. Das Schadenknie und das Styroporschwert, das sind die besten. Die spaßigsten Angelegenheiten hier bei der ganzen Nummer. Pack. Du. Ja, ich glaube, damit habe ich auch das Schwerste in dem Spiel hinter mir, wenn der weg ist. Ich kann mir kaum vorstellen, dass ich mit irgendwas anderem größere Probleme haben könnte. Als das. Hämmern, die Ausdauer ist schon wieder hergestellt. Du darfst ausweichen. Ach fuck, jetzt war ich nicht nah genug an ihm dran, um davon keinen Schaden zu kriegen. Ich weiß nicht, warum mich manchmal der letzte Schlag trifft und manchmal nicht. Ich glaube, ich laufe nach links oder so und dann zieht er nach rechts, also aus seiner Sicht nach rechts weg. Und dann laufe ich wieder aus seiner Sicht nach links. Aus seiner Sicht laufe ich nach rechts, dann zieht er rüber und dann laufe ich im richtigen Moment nach links. Und dann kann er nicht, wenn er dann genau in der Aufspießanimation schon drin ist, kommt er nicht mehr hinterher. Das ist dann nicht homing genug. Da geht die Hitbox dann an mir vorbei. Aber das konsistent zu schaffen, das wäre mal geil. Das hieße dann, ich müsste bei dem Dreierschlag, den er macht, mit seinem kleinen Zahnstocher, immer nach links laufen. So quasi nach links. Und wenn der dritte dann der Stoß kommt, nach vorne. Okay, Schild war schon hochgehalten. Zack, zack. Nee, okay. Ach, diesmal machen wir es anders. Ja, alles klar. Bastje. Jetzt habe ich gesoffen, warum auch immer. Deswegen, ganz klar deswegen. Du 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 du. Komm, jetzt komm. Endlich haut er mal wieder mit der dicken Keule zu.
Schadensstaub musste auch mal wieder kommen. Sonst wäre es ja langweilig. Schadensstaub musste auch mal wieder kommen. Oh oh. Wow, okay. Das trifft mich dann gar nicht. Ausdauer, 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 Ausdauer. Go, 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 go. Okay, X-Taste hat nicht gezählt. Ich habe auf Heilen gedrückt. Er wollte nicht. B-Taste hat nicht gezogen. Wollte er wieder nicht. Wollte er auch nicht. Keine Ahnung, in welcher Animation ich dann drin bin oder so. Dass er die Tastendrücke da nicht ankommen oder ob es an meinem Controller liegt. Aber ansonsten, ich habe eigentlich nur Probleme. Wenn es eng wird, wenn ich ins Schwitzen gerate, vielleicht drücke ich auch nicht feste genug, dass ich dann zu lasch auf den Controller drücke. Ja, fuck. Warum habe ich jetzt gerade nochmal genau Schaden bekommen? Ich weiß es nicht. Also beziehungsweise an welcher Stelle hatte ich die Ausdauer verloren, dass ich nicht mehr so viel blocken konnte? Keine Ahnung. Schadenknie. Perfekt. Nein, fuck. Das ist es nicht gewesen. Gut. Ah, Styroporschwert, scheiße. Styroporschwert. Warum versuche ich ihm auch zwei Hits zu geben? Warum probiere ich es denn überhaupt? Uff. Du machst dir was zu futtern, alles klar. Guten Appetit, ich muss mir dann auch noch was zu essen machen.
Man kann auch einfach nicht. Schadenknie. Der Knieschaden. Geil. Spaß. Über den freue ich mich immer am meisten, über den Knieschaden. Ja, wenn das ist ein super dankbares Pattern, wenn das kommt, ne? Aber ich darf hier eigentlich nur einmal draufhauen. Auf sein Knie. Das ist auch das Knie, mit dem er mir immer Schaden macht. Hier, nimm. Dein dämliches Knie. Aufs Knie! Oh. Ja. Styroporschwert, Rückhandschlag. Oh, 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 oh. Oh, lucky. Ah, das war zu spät gesoffen. Oh. Okay. Aufs Knie. Aufs Knie. Ah, der Rückhandschlag. Ah, der Rückhandschlag. Verdammt. Ich habe schon viel zu viele Flakons hier versoffen. Ah, jetzt kommt natürlich wieder ein Schneller mit der rechten Hand. Eigentlich, bisher hat es immer gereicht. Ich glaube, er wird ein Ticken schneller, wenn er Leben verliert. Ich glaube, er wird da ein Ticken schneller. Anders kann ich es mir eigentlich fast nicht erklären. Ach komm, wir nehmen mal einen Schluck Menschlichkeit. Ich habe 35 von den Dingern. Warum nicht? Gehen wir mal mit vollem Leben hier rein. Aufs Knie. Aufs Knie. Nee, jetzt warten wir nochmal. Braucht volle Ausdauer. Wollen hier keine Risiken eingehen. Jetzt können wir aufs Knie hauen. Na, Mist, daneben gehauen. Aufs Knie. Immer schön auf sein Knie. Mit dem er mir Schaden macht. Ich mag sein Schadenknie nicht. Oh oh, jetzt. Ah, gut. Wenn er wegrutscht, ist gut. Das war jetzt nicht so geil. Aufs Knie. Autschi. Der erste Hit. Aufs Knie. Aufs Knie. Und der Rückhand. Styropor-Schwertschlag. Hab noch nie probiert, an der Stelle zu saufen, aber das geht auch gut. Aufs Knie.
Ah, da war ich ein bisschen mutig. Aua. Oh oh. Oh. Damit. Ach komm, ey. Mit so dämlichen Kreiseldingern, ey. Also, ach. Mann. Mann. Hier. Stunden. Noch nicht ganz. Das eine waren ja auch keine ganze 2 Stunden, aber wir gehen auf die 4 Stunden zu, diesen Boss zu machen. Bin schon wieder über sein Knie gerollt, ne? Das Schadenknie. Leider, leider. Und nochmal. Es ist wirklich schade, dass der wohl anscheinend nicht keinen Blutungsschaden kriegt. Es ist wirklich, wirklich schade, dass der keinen Blutungsschaden kriegt. Und dass mein Schwert auch manchmal denkt, nee, mein Schild. Heute mag ich nicht. Heute habe ich keinen Bock zu blocken. Du hältst mich immer vor dich. Und ich krieg hart eins auf die 12. Und du bist schön geschützt hinter mir. Nee, nee, heute nicht. Bist nun 4 Stunden an dem Boss. Korrekt. Ja, ja. Die Rückhand-Styropor-Schwert-Attacke. Ah, Rückhand-Styropor-Schwert-Attacke! Nicht mit dem kleinen Zahnstocher zuhauen, bitte! Hau mich lieber mit dem großen, damit komme ich 1000-mal besser klar. Ah, Rückhand-Styropor-Schwert-Attacke killt mich. Scheiße! Bis jetzt sind es 2 Parts. Ich hab, das ist jetzt die 2. Aufnahme, die läuft. Ich habe 2 Stunden jetzt gemacht. Weil ich einfach zwischendurch eine Pause gebraucht habe.
Und der erste Teil war sehr durchflutet von genervt sein von Animationsfehlern und Hitbox-Fehlern und die mir mittlerweile egal sind. Ich habe sie akzeptiert. Keine Ahnung, wo er jetzt wieder hinrollen wollte. Der kleine Boy. Ah ne, wir sind ja mittlerweile eine Frau, stimmt. Okay. Jetzt trifft nichts mehr. Geil. Hör mir auf mit Hilfe. Welche Lusche braucht denn Hilfe? Sagt mir, ich lauf nie vor Gegnern weg. Aber will dann, dass ich Hilfe hol. Jetzt geht's aber los, ey. Wir wollen doch nicht hier im Easy Mode spielen. Aha, Styropor Hand Rückhand Attacke. Styropor Schwert Rückhand Attacke. So, jetzt hat. Ist doch easy. Ja, mit Hilfe schon. Keine Ahnung, warum er mir hier wieder nicht zulässt, dass ich blocke, obwohl mein Schwert oben ist. Mein Schild. Verstehe ich einfach manchmal nicht, dass er das... Ab und zu lässt er es nicht zu, dann geht der Schaden durch. Ich weiß nicht, es müssen wenige Frames sein, in denen das Schwert dann nicht ganz oben ist. Das Schild meine ich natürlich. Oh, komm mal her, du. Ah, das war die schlechte Attacke hierfür. Hab schon wieder viel zu viel saufen müssen. Aufs Knie! Aufs Knie! Aufs Knie! Aufs Knie! Aufs Knie! Nein! Scheiße. Styropor Schwert Rückhandattacke war am Start. Da konnte ich nicht. Hätte ich eigentlich nicht aufs Knie hauen dürfen. Aua. Nein. Oh, Lucky. Shit. Fuck. Schade, schade, schade. Ah. Aber ich glaube halt nicht, dass die Zeit reicht, um in der Animation auf ein richtig dickes Schwert zu wechseln. Ich muss einfach in den Zweihänder reingreifen dann. Ich habe noch nicht geguckt, was die schwere Attacke zweihändig wäre bei dem Schwert. Wäre natürlich auch spannend. Ob ich mir da irgendwie einen Vorteil draus generieren kann, weiß ich nicht. Ah nee, Rückhand. Gerade noch gesehen, aber leider zu spät.
Das war nicht gut. Ja. War kein guter. War von Anfang an nicht ganz, nicht so gut. Ich werfe immer wieder oder ja, die Regeln, die eigenen Regeln über den Haufen, beziehungsweise ich werde ab und zu dann einfach ungeduldig und unaufmerksam und bin dann mit den Gedanken schon, keine Ahnung, ich glaube beim Essen aktuell. Ich glaube, aktuell bin ich mit den Gedanken beim Essen. Aufs Knie. Aufs Knie. Abwarten. Aufs Knie. Und aufs Knie. Hab eigentlich gedrückt, aber wollte er nicht. Hua! Aufs Knie. Hua! Saufen. Ah! Oh! Wow! Rückhand! Jawohl! Weg hier! Ich brauche Abstand, Kollege! Schnürbacken! So, jetzt können wir wieder. Zack! Leider nicht aufs Knie. Zu wenig Ausdauer. Aufs Knie! Aufs Knie. Aufs Knie. Aufs Knie. Aufs Knie. Autschi. Scheiße. Zu viel Damage gewollt. Und mit dieser grandiosen Aktion sage ich Dankeschön fürs Einschalten. Es sind jetzt dann echt 4 Stunden schon nur der Boss. Ich gebe mein Bestes, glaubt mir, wirklich. Ich muss mal ab. Also, danke fürs Einschalten. Schön, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.